Ach, so, was Matt war für Emilys Plan, zum Turm zu gehen und Hilfe zu holen. Yes. Sam hat sich fangen lassen. Entschuldigung. Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen. Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen. Das ist doch schön. Rette dich selbst. Was haben wir hier? Matt hat sich in die Sicherheit gebracht. Natürlich! Bringt nichts, wenn du mit ihr hops gehst. Oder Ich wenn wir wollte mal nur ehrlich sagen, sind. was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Ashley, Freund. stopp! Nein, ich will nur sagen, ich. Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Because you are so in Ashley, love. geht's dir gut? Ja, nur das. Warte, Ich ist weiß, was. du und Josh standet euch nahe. Chris! Sieh mal hier. Ah, das ist die Vase, Chris, was ist dir passiert? die ich dem auf den Kopf gehauen habe. Ich bin kein Forensikexperte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Sie wurde anscheinend geworfen. Ich denke auch. Guck mal, was sie hier alles für Horrorfilmposter haben. Bitter Feast, Hypothermia. Und hast du nicht gesehen? Oh, da hinten ist was. Da läuft. Ah, ja. Ich weiß nicht, was das soll. Es war nicht schön. Das ist so abartig. Nur ein bisschen. Komm, mach die Tür jetzt auf. Wirklich gruselig. Und spontan ist sie jetzt abgeschlossen. Ist klar. Spooky Ghosts. Spooky Warte Ghosts. mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Ja, ich war ein Geist. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut, schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Wer geht in eine Tür rein, die spontan sich öffnet? Kein Mensch macht das. Niemand tut das. Niemand. Besonders geht man nicht in den verkackten Keller. Weird sounds. I'm not a huge fan of the sounds made. Ah, ja. Fuck you, Jumpscares. I don't like you. Lass mich mal hier um die Ecke. Da lang will ich. Ich darf da nicht lang. Okay. Wow, das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle ist denn hier los? Wow. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du Ich dran glaube gestoßen? glaub nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an. Dieses Gespenst oder was Ashley, immer es war. du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Oh, erzähl mir nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Ich habe keine Halluzination. Ja, also ich habe auch Dinge gesehen. Das, was Josh im Schuppen passiert ist. Ja, und das macht mir Sorgen. Oh, Chris. Ich weiß. Ich weiß. Weißt du, was mir wirklich Sorgen macht? Okay, ich habe Angst um Sam. Was ist mit ihr passiert? Falls ein Psychopath hier rumläuft, ist sie vielleicht auch tot. Sag das nicht. Bitte, Chris. Hier gab es offensichtlich einen Kampf. Dann ist die Tür zu. Hier ist kein Griff dran. Sackgasse. Sackgasse. Ist hier nicht irgendwo der Baseballschläger? Kann man den nicht einfach mitnehmen? So zur Verteidigung. Chris, sag mal irgendwas. Wo müssen wir denn hier lang? Hier ist alles zu.
Oh, hier ist was. Oh ja, spooky. Da, Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Spooky. Ja. Echt? Naja, aber wahrscheinlich war da gar kein Prompt. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um jetzt zu spielen. Brauche ich auch noch einen Kackschlüssel. I need. Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Was, so wie Hannah. Oder mehr wie Beth. Scheiße, Ash. Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Show. Ich weiß nicht, vielleicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen, weil der sie ausgriss? Ich weiß es nicht. Ein Bild einfach so von der Wand fallen. Let's investigate. Oh, das ist das Bild. Oh, ein Schlüssel. Hallo. Das ist mein Schlüssel. Na bitte. Da ist Spooky Ghost. Oh mein Gott. Da, Chris. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen das ist, hast. Siehst du? Das ist, Du siehst es, du. Ich weiß nicht. Das ist völlig verrückt. Chris? Es zeigt uns den Weg. Och. Warum rennt der weg? Kerl, mach mich nicht fertig. So. Kann ich noch mal kurz hier gucken. I don't see shit. Also jetzt müssen wir zu diesem gruseligen Puppenhaus, oder was? Of course. Oh. Das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Was? Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott. Sieht fast aus. Nicht nur fast. Das seid ihr. Im Versteck. Wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau. Ich meine, genau da habe ich gesessen. Und da war Matt und. Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand. Oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Spooky shit. Oh, Tagebuch. Tagebuch ist ja erstmal garstig. Hannas Tagebuch. Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Oh mein Gott, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Juhu, morgen steigt die Party. Wenn wir zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Ja. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Wie alt ist sie? 12? Was war das? Wieder eine Tür, die sich öffnet. Why? Spooky Ghost. Vielleicht hatte er keine Klamotten für die Puppen. Brauch mich nicht, ich weiß nicht. Das war dein Tagebuch? Ah! Nichts da. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Das war dein Tagebuch. So. Jetzt kommt alles raus. Hey, sieh mal hier. Neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen. Was hat der hier verloren? Oh ja, sieht wirklich wie ein Da,
ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. 5000 Stunden. Okay, krass. Ich will die doofe Schere nicht anfassen. Will ich die doofe Schere anfassen? Fasse ich halt die doofe Schere an. Garstige Schere. Oh, ich steck die Schere ein. Gute Idee, gute Idee. Immer was zur Verteidigung dabei, Herr Mädel. Immer gute Idee. Und da denkt man, gruseliger Gegner. Ah, ja. Schön, schön. Tolles Ding, tolles Ding, tolles Ding. Wieso rennt der immer voraus? I don't wanna know. Warte, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Doch, wir wollen da weitergehen. Lass mich da rein. Wo in aller Welt sind wir hier? Wieso rennt der Mensch immer vor? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Warte auf mich, Kerl. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wenn du es wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Die töten vielleicht? So, wie sieht's denn hier aus? Ich bin super ehrlich, ich bin super hilfsbereit. Ich bin nicht romantisch. Warum ist man nicht romantisch, wenn man ehrlich ist? I don't get it. I don't get it. Passt schon. Chris, jetzt hör doch mal auf, hier immer vorzurennen, Kerl. Der macht mich fertig. Oh nein. Was ist das? Der Haargummi. Und sie nimmt dieses Ding nie ab? Das ist schlecht. Wir müssen sie finden. Schnell. Da liegt was. Lass mich da hin. Hey. Die hier. Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Klingt stark nach einer Inszenierung, würde ich sagen. So, Kerl, jetzt lass uns mal hier zusammen weiterlaufen. Ich meine. Oh, lass mich vorbei, Kerl, du bist zu dick. So. Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Okay. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Ja, lass uns gehen. Was hat das wieder gemacht? Jetzt bin ich mutig. Ich bin tapfer. Und Chris liebt mich dafür. Aber ich bin schon wieder weniger romantisch. Es gibt gar keine potenzielle Antwort, damit ich romantischer werde. Ich bin voll anti-romantisch, wie es aussieht. Ist schon ein bisschen creepy hier. Was ist los, Chris? Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie es... Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Kuhknopfs. So, was gibt's denn hier? Nicht. Darf ich nicht hingucken. Dann gehen wir da lang. Spooky Ghost, where are you?
Was ist das denn? Batterie und Timer. Ich sag ja. Definitiv eine Inszenierung. Ja, Chris, kommst du jetzt oder muss ich alleine klarkommen? Dann gehe ich halt alleine. Ist mir auch egal. So, was ist das für ein Shit hier? Warte mal, was ist da hinten? Ist hier hinten was? Kann ich hier was gucken? Nö, nicht. Nicht. Spooky Ghost. Take a look at this. Das sind wir. Da mag jemand Emily nicht. Das war bestimmt wegen meinen Antworten, die ich gegeben habe. Oder ich Emily am wenigsten mag. Gott. Ja, probably, würde ich sagen. Probably. Oh, da ist eine Tür. Da will ich hin. Tür. Warum ist die offen? Au, oh, hier ist was drin. Oh, hier ist was drin. Ich gucke. Hallo? Oh mein Gott. Echt, oh was Gott. Hast du das wirklich getan? Chris, das ist vom letzten Jahr. Ein kleines bisschen. Ach, komm schon. Ja, das dummer Streich. Ah, das ist irgendwie unangenehm, oder? Sie ist hier. Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so... So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, ja, ja. Oh Scheiße. Oh mein Gott, wow. Du warst damals wirklich begeistert davon. Matt? Was macht ihr denn hier? Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ganz unlustig. Ich will dieses Video nie wiedersehen. Oh no. I'm not looking. Mike. Ah! Oh, Chris, 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 Chris! Was ist denn hier los? Ash, Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte nicht hin. Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde komm fliegt runter, hier was rum. Hör mir doch einfach was? Mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur auf. Jemand seine Spielchen mit was? Uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Ohne Spaß, die Leute. So, was hab ich gekriegt? Ich bin hilfsbereit. Ich bin schon wieder super schlecht romantisch. Ich bin so anti-romantisch. Aber Chris mag mich dafür. Chris, don't leave me alone. Oh nein, no, falsche Richtung. Da lang. Chris, don't leave me alone, please. Oh. Oh, Chris. Wait for me. Was ist das? Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, oh, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also, wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Klar gehe ich mit Chris. Hallo? Okay, okay, du hast recht, ich komme. Bin ich wahnsinnig. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass sie nicht mehr sprechen. Na komm. Ich kapier's nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei denen im Kopf vorgeht, Ash. Oh! Das sind Sams Kleider, das ist... Krank. Das ist total krank. Dieser Psycho war also hier unten, ganz sicher.
Ich hoffe nicht. Na klar, ist der noch da. Soll dieses Ding überhaupt hier? Das würde ich auch gerne wissen. Spooky. Let's investigate. Sam? Sam? Oh oh. Da gehe ich nicht rein. Das sieht spooky aus. Hallo? Kinas? Was ist denn hier hinten? Hallo? Why is the door closed? I don't get it. Lass mich mal hier vorbei. Oh, Steuerung. Hallo. Da geh mal halt hier rein. Oh, Chris. Oh nein. Hallo? Sam? Sam? Sam! Chris! Ist sie tot? Wo bin ich? Sie ist nicht tot. Woher weißt du das? Sie atmet noch. Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos. K.O. Oh, oh, oh nein, 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 das ist übel, ganz übel. Wir müssen sie hier rausschaffen. Oh, 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 shit. Lass mich, geh weg. Bleib mir gefälligst beim Lauf. Die hat mir ins Gesicht geschlagen. Man schlägt eine Frau niemals ins Gesicht. Man schlägt sie allgemein gar nicht, aber ins Gesicht geht gar nicht. Oh, ein bisschen mehr Saw, wie es aussieht. Okay. Ash. Ash Ketchum. Oh, scheiße, Ash. Was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Boxen wir um. Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Oh. Du perverses Stück Scheiße. Monster. Oh, zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Oh. Was? Mir was sagen? Chris, es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf, sag's. Wir reden immer drum herum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ashley, ich hol dich hier raus! Ich lass dich nicht sterben! Oh, hallo, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, Scheiße. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Warte, halt! Das darfst du nicht, Chris. Bitte nimm mich! Du hast mich schon mal gerettet. Fuck. Lass mich dieses Mal entscheiden, lass mich dieses Mal dich retten! Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun! Chris, bitte! Oh, oh Gott! Nein! Immer sich selbst töten vor anderen. Zu weit gegangen. Ja, so sehe ich das. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Walter Porno, what? Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Warum hat der Blut im Gesicht? Was ist zu was Besonderem, huh? Why are you so bloody, darling? What's wrong? Du bist krank! Ein krankes Schwein!
Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Ach, Peter Stormare, you are so sexy. Wieso blutet der? Krass. Wow, das ist schräg. Spooky Bein. Hey, Leute, kommt schon! Ah! Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Ah. Was zum Teufel? Ah. Nein! Ah. Emily! Ups. Shit. 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 Genau, glitsch darüber. Los, los, los. Ich muss wischen. Sehr bunte Fußnägel. Oh Mann, waren die Dinger fest. Oh mein Gott, sei Dank bist du hier. Geht's dir gut? Nein, besorgt. Wo ist Jessica? Ist sie nicht bei dir? Jessica ist tot. Was? Ermordet, Sam. Hier oben läuft ein Irrer herum, der uns umbringen will. Uns alle. Und ich schwöre bei Gott, wenn alle wieder in Sicherheit sind, werde ich diesen Wichser jagen und ihm die Eier abreißen. Und zwar jedes Einzelne. Finde ich gut. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst. Er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? I'm trying super hard. Warte. Dass dieses Handtuch hält. I don't get it. Oh nein, falsche Richtung. Ah, da lang. Warte, ich jetzt den Chef. Ich muss erstmal Tür aufmachen, damit der Dings reinkommt. Der Mike. Hey. Gott, siehst du schlimm aus. Auch schön, dich zu sehen. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Ja, klar doch. Hello. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Ja. Was war das? Es ist schon irgendwie ein Gimmick. Weinen? Wer weint da? Oh, Chris.
Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Oh, Josh. Oh, Emily. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Matt. Oh, Scheiße. Shit. Oh, Scheiße. Oh. Verdammt. Und nochmal, krass. Okay. Shit, shit, shit. Emily ist echt nicht die hellste, ja? Ganz ehrlich. Die hättest so viel früher da wegrutschen können. Selbst schuld, dass du dir jetzt hier Kratzer geholt hast. Bitch. Ach, oh Gott. Das waren 600 Mäuse. Wehe, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. 600 Mäuse? Okay. Sieht doch gut aus. What the fuck, girl? What the fuck? So, Emily, komm, wir müssen uns beeilen. Hier gibt's komische Geräusche. Don't like that. Gruselige Geräusche. Hallo? 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 Das ist ein Ausgangsschild. Oder Fahrstuhl. Fahrstuhl ist gut. Oh ja, lass uns da unten gehen. Ganz, ganz schlaue Idee. Ganz gute Idee. Creepy Sounds. Boah, Steuerung. Jetzt mach mal, was du sollst. Oh, was Potenzielles zum Anklicken. Ist zu, offenbar. Klappt nicht. Weird sounds. Lass ich einfach das Ding hier losfahren. Es war schön leise, ja. Die Emily, guck mal, wie die rumlatschen. Ich hab keinen Bock auf die Bestie. Das war blöd. Don't like it. Das ist doof hier. Klappt nicht, ist kaputt. Scheiße! Okay, wie schalte ich das Ding ein? Die singt nicht. Strom, nehme ich an. Achso, ja, Emily, du darfst gerne weiterlaufen, so ist es nicht. Potenziell hier drüben. Vielleicht. Strom? Aber doch nicht. Ein Stechuhr. So,